und herzlich willkommen zu einem neuen Train Controller Tutorial. Ja, und ich warne gleich vor, dass heute wird ein Mammut-Tutorial. Ich wurde immer wieder gefragt und habe es auch immer wieder so ein bisschen hinausgezögert, aber wir bauen jetzt tatsächlich einen Schattenbahnhof mit der Betriebsstelle Schattenbahnhof in der Version 10 Gold. Ja, und wir fangen dabei komplett zusammen bei Null an. A, könnt ihr es nachvollziehen. B, vermutlich stelle ich die Datei irgendwo zum Download bereit. Vermutlich könnt ihr es in äh, den Kommentaren äh, nachlesen, wo das sein wird. Ansonsten lohnt sich wahrscheinlich ein Blick auf modellbahn-tutorials.de. Zu 99% liegt es da irgendwo. Ja, und ähm, dann die Ärmel hochgekremmelt, in die Hände gespuckt und wir starten. Ich habe jetzt hier eine komplett neue Train -Controller datei aufgemacht. Ihr seht auch, dass oben das neue Menü dargestellt wird. Ihr wisst, ich bin ein Fan des klassischen Menüs, also werde ich es auch gleich umstellen. Das heißt, ich nehme euch jetzt Schritt für Schritt bei allen Klicks, die ich hier mache, mit. Und am Schluss hoffen wir, dass wir einen fahrbereiten Schattenbahnhof haben. Also fangen wir damit an, dass wir hier in Railroad hineingehen, beziehungsweise hier auf Datei und erstmal bei der Bedienoberfläche sagen, klassisches Menü. Damit fühle ich mich einfach schon mal ein bisschen wohler. Ja, und dann schiebe ich mal hier dieses. Diese Leiste ein bisschen auf die Seite, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Und ja, wir können vielleicht, damit man alles ein bisschen einfacher auch sieht, das Stellwerk vom Raster her ein bisschen größer machen. Dann nehmen wir den Stift und beginnen mal ein Gleisbild zu zeichnen. Ja, das sind wir ein bisschen unkreativ und sagen: So, jetzt haben wir hier schon mal unseren Kreis, wo ein Zug hier im Kreis fahren kann. Ja, und irgendwo gibt es dann vielleicht so eine Gleishalfe, wo dann Züge in einen Schattenbahnhof fahren können. So, und von hier gehen dann noch mal diverse Weichen ab. So, und damit ist mein Schattenbahnhof gezeichnet. Wir lassen die Strecke mal eingleisig. Wir können es später immer noch wesentlich verfeinern und erweitern. Als nächstes brauchen wir die Blöcke. Da gibt es hier einen Block, da gibt es hier dann einen Block, es gibt hier einen Block und dann gibt es eben die Blöcke im Schattenbahnhof. Die können wir dann nach belieben. Gleich mal erweitern. Wenn ich es mit der Maus treffe, das ist beim äh, hier mit Sprechen und Mikro und gleichzeitig Zeichnen wirklich gar nicht so einfach. Aber ihr wolltet es ja so, dass wir ein Video zum Schattenbahnhof machen. Also leidet ihr mit. Ich mache jetzt die Blöcke übertrieben groß, aber aus ähm, Gründen kann jeder behaupten, aber es ist tatsächlich so, weil ich da nachher auch dann zeigen möchte, wie man auch Züge äh, mehrfach hintereinander abstellen kann. So, damit es nachher in der Simulation funktioniert, müssen wir einfach jetzt kurz Rückmelder ähm, einbauen. Das heißt, ich... Könnte das jetzt zum Beispiel gleich mit dem neuen Wizard machen. Äh, bei diesen Einfachblöcken sage ich aber einfach, nee, da ist ein Rückmelder drin. Und die Simulation würde auch jetzt schon so funktionieren. Wir sehen hier ist die Adresse 1 drin. Äh, ich würde es aber jetzt einfach mal, keine Ahnung, auf die Ecos legen oder wir können den S88 Master nehmen und sagen, das ist 1.1. Dann gehe ich hier auf die Mehrfachauswahl, gehe hier auf den nächsten Block, dann kann ich das Fenster hier gerade auch offen lassen. Sage, in diesem hier kommt auch etwas hinein. Auch mit dem S88-Master, das ist dann der Block 2. Dann geht es hier weiter. Auch wieder ein Rückmelder. Das wäre dann der Block 3. Ich habe übrigens vorher einen neuen PC bestellt, der dann hoffentlich auch schneller ist wieder. Ich merke langsam, dass der jetzt hier an seine Leistungsgrenzen kommt. Diese Blöcke hier richte ich auch kurz ein. Das erspare ich euch. Das mache ich tatsächlich schnell im Hintergrund. So, das ging ja schnell und den Block 4, den machen wir aber noch zusammen, weil ich dafür jetzt nämlich extra den Wizard verwende. Und dafür klicke ich hier auf den Wizard, sage, ich habe jetzt hier bei diesen Blöcken immer drei Rückmelder, damit eben später mehr Züge einfahren können in einen Block. Ich lasse jetzt hier im Beispiel die 100-100 stehen, sage OK ihr seht, die Rückmeldekontakte und auch gleichzeitig die Bremsrampen werden vollautomatisch hier eingerichtet. Ich sage okay und damit ist der Block gespeichert und hat jetzt alles mit Bremsmarkierung und Rampe und alles, und vor allem auch Stoppmelder, hat alles drin, was wir brauchen. Die Bremsrampen und Stoppmelder in Block 3, 2 und 1 muss ich tatsächlich noch setzen. Das habe ich vorher vergessen. Also, das machen wir aber per händisch. Wir fahren ja hier auch momentan, haben wir gesagt, eigentlich nur in eine Richtung. Das heißt, der Stoppmelder würde jetzt hier bei, wir nehmen hier die gleichen Zahlen, bei 100 sein. Und jetzt mache ich noch eine Bremsrampe. Wo soll, oder über welche Distanz soll der Zug bremsen? Machen wir es auch einfach 100. Wir könnten auch sagen, er soll 50 rollen und 50 bremsen. Das kommt halt drauf an, wie ihr eure Lokomotiven Eingemessen habt. Wir können auch hier entscheiden, soll er in der Zug, äh, soll die Zugspitze hier vorne halten oder die Zugmitte oder auch das Zugende. Ich kann auch sagen, an, der Brems, an dem Bremspunkt soll dann das Ende des Zuges stehen. Äh, oder ich kann auch hier eine Formel hinterlegen. Dazu haben wir ja wahnsinnig viele Videos teilweise auch schon hochgeladen. Ich mache jetzt hier mal 50-50. Das Gleiche könnte ich natürlich jetzt auch hier in die Gegenrichtung machen, wenn hier Züge in die Gegenrichtung fahren, also die Distanz ist hier 100, haben wir gesagt, und bei der Bremsmarkierung machen wir einfach 50. 50 und das gleiche, weil ich ja die Mehrfachbearbeitung ausgewählt habe, kann ich jetzt hier für den nächsten Block machen, dann sage ich jetzt hier auch wieder, in die Richtung ist einfach der Stopppunkt nach 100 cm und die markierung machen wir nach 50 50 das richtig auch in die gegenrichtung wieder ein dass ich sage 100 und wegen mir 50 50 und ihr könnt es ahnen auch das gleiche müssen wir noch im Block 3 tun. Im Übrigen, wenn ich jetzt auf Abbrechen gehe, sind die ähm, Einstellungen von diesen zwei Blöcken, die ich jetzt hier gerade mit den Markierungen gemacht habe, weg. Das ist aber natürlich voll bewusst so, weil ich ja hier im Mehrfachmodus bin. Erst wenn ich jetzt hier am Schluss mit OK bestätige, speichert er alle drei Blöcke, die ich geändert habe. Wenn ich äh, also nicht aufpasse, habe ich eventuell. Ein bisschen Arbeit umsonst gemacht. Oder aber, um auf Nummer sicher zu gehen, gehe ich auf den Einzelmodus und sage dann nach jedem Bearbeiten von so einem Block okay. Aber ich bin mir relativ bewusst dessen, was ich tue. Und deswegen habe ich diese Mehrfachauswahl aktiviert. Und das klappt ja auch ganz gut. Hey, unser Gleisbild ist schon jetzt relativ... Okay, was wir jetzt noch brauchen, sind natürlich, wir sehen es hier unten ist es komplett leer, wir brauchen Lokomotiven, Züge. Ähm, die legen wir auch dann kurz an. Über Zug, neue Lok, dann haben wir hier eine drin, eine Dampflok. Die öffnen wir mit einem Doppelklick, sagen, weil es für die Simulation nicht unerheblich ist, das Ding hat eine Adresse. Die Lok heißt einfach Log 1 per Default, das lassen wir. Die Länge können wir uns einfach mal nachher für Simulationen auf 30 wegen mir irgendwie stellen. Ist es nachher eher wichtig für die, ähm, für die Bearbeitung? Wenn wir mehrere Züge hintereinander im Schattenbahnhof zum Beispiel auf ein Glas stellen wollen, wir können ein Licht als F-Funktion hineinmachen. Der Verbrauch ist Dampfkohle. Hier würde ich jetzt allerdings dann den Verbrauch auf. Null setzen, weil das heute nicht unser Ziel ist, hier irgendwie mit Verbrauch zu spielen. Und bei den Operationen, bei Start und so, brauchen wir uns auch nichts ausfüllen. Ja, und dann können wir ja schon mal unsere Lokomotive nehmen. Setzen Sie mal hier auf einen Block, sagen im Fenster, dass wir den Simulator brauchen starten den wahl und dann müssen wir überlegen wird jetzt der zug starten wenn wir ihn starten? wir starten also die simulation und jetzt in unserem fall nehmen wir einfach mal schnell die spontanfahrt. wir sehen hier unten die kmh-zahl geht bei der lokomotive nach oben die lokomotive wird ordentlich beschleunigt per spontanfahrt fährt jetzt hier in den block hinein und wählt sich jetzt hier im schattenbahnhof. Äh, irgendeinen Block per Default aus, fährt wieder aus und fährt quasi wieder auf den Block, auf dem wir losgefahren sind und würde jetzt so unendlich im Kreis fahren, wenn wir jetzt nicht das Ganze stoppen würden. Das heißt, wir haben jetzt hier ein funktionierendes Gleisbild, wo in der Simulation die Lokomotive schon mal hier durch die Anlage gereicht wird. Die Spontanfahrt äh, ist ja so ein... Eine Zugfahrt, wo die Züge einfach spontan schnell gefahrt, äh, gefahren werden können, wo auch jetzt äh, man kann Regeln hinterlegen, aber äh, ist natürlich nicht so umfangreich wie mit den Zugfahrten. Und die Zugfahrten, die sind nicht hier im Stellwerk, sondern die finden wir tatsächlich im Fahrdienstleiter. Und den rufen wir jetzt mal auf, denn wir sehen jetzt hat TrainController schwuppdiwupps unseren Gleisplan vom Stellwerk hier in den Fahrdienst leider umgewandelt. Das war zum Beispiel in den ganz alten Versionen musste man beide zeichnen. Jetzt geht das äh, vollautomatisch, dass sich diese beiden synchronisieren. Und ich sehe, ich habe jetzt hier die gleiche Ansicht, äh, ungefähr jedenfalls. Und ich habe jetzt hier auch den Punkt Zugfahrten. Und da ich noch keine Zugfahrt habe, zeigt er mir jetzt auch hier nichts an. Wenn ich nachher eine Zugfahrt baue, dann sehe ich die Elemente, die Blöcke, die ähm, die Weichenstraßen, die für diese Zugfahrt benutzt werden. Okay, bevor wir aber in die Zugfahrten hineingehen, gehen wir noch mal in den Editiermodus. Wir können kurz mal zwischenspeichern und sagen einfach unter Zug, wir brauchen noch mal eine neue Lok und wir brauchen vielleicht noch mal eine neue Lok. Und dann gehen wir kurz in die Log 2 hinein. Unter Allgemeines geben auch hier vielleicht eine Länge von 20 Zentimetern an. Sagen, der Anschluss wäre die Adresse 2. Sie sollte sich auf jeden Fall unterscheiden zur Log 1. Und können hier unter Allgemeines vielleicht noch, damit wir es nachher besser unterscheiden können, wählen wir hier vielleicht irgendeine. Rangier-Lokomotive aus und die dritte Lokomotive bearbeiten wir natürlich folglicherweise auch gleich. Sagen auch hier, die hat eine Länge von 20 wegen mir. Wählen hier irgendeine sinnige andere Lokomotive aus, können ja die hier auswählen. Äh, sagen, das ist die Adresse 3. Genau. Und bestätigen das mit. Okay, jetzt haben wir drei Lokomotiven, die jetzt hier bei uns im Gleisbild fahren können in der Simulation. Und zwar schieben wir jetzt hier unsere Lok 2 hinein, hier unsere Lok 3 und wir checken kurz, ob wirklich alles in der Simulation so funktioniert. Wir starten unsere. Dampflok hier mit einer Spontanfahrt und die anderen zwei hier auch. Wir sehen, die Signale sind rot, das heißt, diese zwei Lokomotiven warten, bis jetzt hier die Dampflok den Weg wieder frei gemacht hat. Und die Lokomotive 1, unser Dampflok, fährt durch den Schattenbahnhof, fährt jetzt hier unten wieder in den Block, hat sich jetzt hier schon wieder den nächsten Block reserviert. Und scheint unsere anderen beiden Züge ein bisschen im Regen stehen zu lassen. Vielleicht hätte man doch ein paar Blöcke mehr hineinbauen sollen. Wir können natürlich aber gleich unsere Dampflok hier auch anhalten und sofort haben unsere anderen Lokomotiven dann Ausfahrt und können hineinfahren. Natürlich kann man das, was jetzt gerade nicht geklappt hat, dass die anderen zwei ohne Probleme hier ausfahren, mit Regeln und alles hinterlegen. Das ist jetzt hier nicht passiert. Wenn ihr das nachstellt, habt ihr genau das gleiche wie ich jetzt. Und da wollen wir jetzt natürlich nicht groß irgendwie noch Regeln hinterlegen. Das ist ja heute überhaupt nicht unser Ziel. Gut, aber das Gleisbild funktioniert. Die anderen Lokomotiven können auch fahren. Die haben unterschiedliche Adressen, unterschiedliche Bilder. Haben wir jetzt auch hier kurz verwendet. Das heißt, so können wir jetzt wirklich in den Schattenbahnhof hineingehen und ihn konfigurieren und aufbauen. Das ist ja schon mal ganz okay. Der Schattenbahnhof wird über die Betriebsstelle eingefügt und äh, das tun wir jetzt. Nun gehen wir also auf Betriebsstelle und sagen, dass wir hier einen neuen Schattenbahnhof brauchen und der ist hier unten zu finden. Dazu werde ich natürlich in den Editiermodus geschaltet und wir sehen, wir wechseln auch hinüber zum Fahrdienstleiter. Deswegen habe ich euch den vorher gezeigt. Bei Zugfahrten muss ich ja auch Blöcke markieren etc. Wir machen es nachher noch. Ich gehe aber davon aus, ihr habt das im Traincontroller schon mal gemacht. Ansonsten dranbleiben, es folgt nachher noch. Beim Schattenbahnhof funktioniert das so ähnlich. Ich muss jetzt hier erstmal. Die Blöcke markieren, die tatsächlich zu meinem Schattenbahnhof gehören. Ich markiere auch hier wegen mir noch die Weichenstraßen, die dazu gehören. Und ich brauche einen Einfahrt- und einen Ausfahrtblock. Im Übrigen stelle ich fest, ich werde hier unten tatsächlich noch zwei Blöcke brauchen, damit wir ein bisschen Zugverkehr nachher haben. Das kann ich also geschwind noch einfügen. Aber der Schattenbahnhof ist jetzt erst einmal gebaut mit den Blöcken, die ich habe. Und damit wir nachher ein bisschen mehr Zugverkehr haben, füge ich jetzt hier einfach noch zwei Blöcke hinzu. Auch bei denen machen wir ganz schnell über den Wizard eine Belegmeldung hinein. Also das, was ich vorher alles von Hand gemacht habe, wäre... Einfach über diesen Weg gegangen. Also bei drei Belegt-Rückmeldungen ist natürlich super mit, mit äh, diesem hier oben. Äh, wenn ich nur einen Rückmelder drin habe in dem Blog, nutze ich hier das zweite. Hier hinten steht es ja: ein Dauerkontakt oder drei Dauerkontakte. Und selbst aber bei einem Dauerkontakt ist ratzfatz das alles hier äh, gezeichnet, definiert die. Weile Blöcke liegen da gleich, wo ich sie brauche. Also der Wizard ist wirklich eine tolle Neuerung in Version 10. Äh, total unterschätzt, auch von mir persönlich am Anfang, aber ich muss echt sagen, wenn man was Neues zeichnet etc., kommt man wirklich gut und schnell mit dem Wizard voran. Äh, ich finde es inzwischen so ein wichtiges Tool wie tatsächlich den Zeichenstift fürs Gleisbild. So. Damit bin ich jetzt wieder zurück im Fahrdienstleiter. Wir sehen hier unten sind die zwei Blöcke, die ich gerade noch äh, hinzugefügt habe, jetzt auch da. Sie spielen aber für den Schattenbahnhof jetzt erstmal keine Rolle. Deswegen sind sie ja so ein bisschen ausgegraut. Nur diese Blöcke hier, die sind jetzt äh, für den Schattenbahnhof relevant. Ja, und jetzt, nachdem ich die Blöcke für den Schattenbahnhof markiert habe, dass ich sage, das sind jetzt Blöcke, die der Schattenbahnhof nutzen soll. Ähm, muss ich jetzt natürlich auch sagen, was in welchem Block passieren soll? Der Block 3 hier ist zum Beispiel ein klassischer Zufahrtsblock. Der Block 1 ist ein klassischer Ausfahrtsblock. Hier fahren die Züge in den Schattenbahnhof hinein. Hier fahren die Züge aus dem Schattenbahnhof hinaus. Hier kann jetzt wegen mir zum Beispiel eine Wand sein oder eine Gleiswindel. Und das hier wäre der sichtbare Bereich der Modellbahn. So können wir es uns vielleicht ein bisschen jetzt vorstellen. Ja, und diese Blöcke hier sind jetzt einfach mal nichts anderes als ganz simple Abstellblöcke. Das heißt, hier sollen die Züge jetzt erstmal hineinfahren und dann hier stehen bleiben. Okay, damit wäre eigentlich schon mal der Schattenbahnhof gezeichnet und jeder Block hätte irgendwie eine Funktion. Und wenn man das Ganze jetzt startet, es geht sogar mit der Spontanfahrt, dann müssten jetzt eigentlich in der Simulation die Züge erstmal fahren. Also gehe ich in die Simulation und wähle jetzt hier eine Lokomotive aus und sage die. Spontanfahrt soll starten. Das kann auch für den nächsten Zug passieren und für den nächsten. Und der Schattenbahnhof macht jetzt eigentlich noch gar nicht so viel. Er schickt jetzt einfach mal einfach die Züge hinaus. Die Züge drehen dann ihre Runden und kommen auf der anderen Seite wieder in den Schattenbahnhof hinein. Das läuft jetzt alles erstmal. Über Spontanfahrt und der Schattenbahnhof. Die Betriebsstelle regelt jetzt noch gar nicht so viel. Jetzt halten wir das mal an, aber die Züge fahren erst einmal. So, wir räumen die Züge wieder zurück. Aha, jetzt hat er mal ganz rausgeschmissen. Das macht aber nichts. Und ich hole ihn hier wieder. Aufs Gleis. Okay, ähm, jetzt gehen wir mal in den Editiermodus des Schattenbahnhofes und schauen mal, was ich hier für Möglichkeiten zum Einstellen habe. Zum einen geht es hier um die Einfahrt und hier um die Ausfahrt. Wie diese stattfinden soll, nach welchen Gewichtungen die vorgenommen werden sollen, machen wir gleich. Bei den Regeln müssen wir einfach mal schauen, dass ich hier jetzt vielleicht, ähm, dass man hier jetzt vielleicht einen Haken setzen. Ähm, bei der Übernahme von Zugfahrten ist es nämlich wichtig, wenn ein Zug die Betriebsstelle mit einer Zugfahrt erreicht, so wird er automatisch von der Steuerung der Betriebsstelle übernommen. Das hat jetzt nicht passiert, deswegen waren ja die Spontanfahrten am Laufen. Das sagen wir mal okay, beziehungsweise das sagen wir nachher, wenn wir zu den Zugfahrten kommen. Okay, was ich jetzt haben möchte, ist die Übernahme von Spontanfahrten, nämlich das, was wir die ganze Zeit simuliert haben, und die Übergabe an Spontanfahrten. Das heißt, unsere Züge, die jetzt mit den Spontanfahrten fahren, werden jetzt tatsächlich richtig in die Schattenbahnhof-Steuerung übergeben. Um das jetzt einmal durchzuführen, gehe ich jetzt wieder aus dem Editiermodus. Heraus, möchte nichts starten. Ich stelle jetzt mal hier, ja, in die falsche Richtung allerdings, eine Lokomotive hin. Die andere hier entfernen wir mal kurz aus der Übersichtsheitshalber. Und ich sage jetzt zu dieser Lokomotive in der Simulation: fahre bitte mit einer Spontanfahrt. So, jetzt erwarte ich, die Lokomotive fährt hierher und ab hier übernimmt nicht mehr die Spontanfahrt. Die Steuerung der Lokomotive, sondern der Schattenbahnhof. Jetzt fährt also die Lokomotive hier hinein. Und der Schattenbahnhof steuert jetzt die Lokomotive zu einem Haltepunkt in ein freies Gleis hinein. Und die Lokomotive kommt dort erstmal zum Stehen. So, und jetzt können wir mal die Simulation kurz anhalten und schauen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt über den Schattenbahnhof sage, es soll eine Lokomotive oder ein Zug ausgefahren werden. Also sage ich jetzt Ausfahrt nach links oder nach oben und ich sehe, er würde jetzt hier die Lokomotive 2 als nächstes starten. Jetzt beenden wir das Ganze wieder. Jetzt sage ich, er soll also wieder eine Lokomotive nach links starten. Jetzt würde er die Lok 3 starten. Und wenn ich das Spielchen jetzt nochmal mache, dann würde er jetzt nochmal die Lokomotive 3 nehmen. Weil wir haben ja keine großen Regeln hinterlegt in der Schadenbahnhofsteuerung. Wie wir erinnern uns im Feld äh, allgemein, war ja zu sehen, wie soll er Einfahrten regeln und wie soll er Ausfahrten regeln bei der Ausfahrt. Ist die Priorität vom Block oder die Priorität vom Zug? Diese zwei sind markiert. Wir sehen jetzt hier in dieser Darstellung, hier steht 1000, 1000 drin. Das ist, wie ich auch schon im ersten Video zum Schattenbahnhof erklärt habe, das ist im Grunde die Priorität des Blockes. Einmal die ersten 1000 für die Einfahrt, die zweiten 1000 für die Ausfahrt. Wir haben also hier alle Prioritäten. Von den Blöcken sind gleich und bei Zugprioritäten, das ist jetzt hier der Reiter. Jetzt könnte ich hier unsere Lokomotiven alle aufführen und denen jetzt hier auch Prioritäten hinterlegen. Die sind aber auch alle bei 1000, das heißt, die sind alle gleichrangig, egal ob sie jetzt hier drin stehen oder nicht. Das heißt, was macht Train-Controller? Er macht einfach das, was er auch bei einer zugfahrt machen würde. er wählt dann per zufall einen der züge aus. und wir haben es ja auch gerade gesehen, dass das genauso funktioniert. ich könnte jetzt allerdings auch diese zwei kategorien hier ähm, wegmachen und könnte sagen, ich möchte, dass der älteste zug startet. das äh, hake ich jetzt hier wieder an. das ist die einzige ähm, Bedingungen, die jetzt funktionieren sollen mit dem Schattenbahnhof, sage hier OK. Und jetzt schauen wir mal in der Simulation, was passiert. Und zwar sage ich jetzt hier, es soll ein Zug im Schattenbahnhof nach links ausfahren. Jetzt muss die Lok 2 ausfahren, weil Lok 1, äh, die Lok 3 ist ja vorher schon gefahren. Also Lok 2 ist jetzt die mit der längsten Standzeit. Jetzt verlässt sie den Schattenbahnhof, wird hier in eine Spontanfahrt übergeben. Deswegen ist es jetzt hier auch ein bisschen ausgegrauter, weil es eben nicht mehr zur Betriebsstelle Schattenbahnhof gehört. Die Lok kommt zurück, sucht sich ein freies Gleis. Auch hier sind momentan alle gleich priorisiert. Da brauchen wir also nichts ähm, momentan äh, erwarten, dass er jetzt irgendwo hineinfährt. Das wählt er auch per Default. Und wenn ich jetzt nochmal auch sage, der nächste Zug soll ausfahren, dann ganz klar nimmt er die Lokomotive 3. Die Lokomotive 2 ist ja gerade ausgefahren und somit ist die Lokomotive 3 jetzt der älteste Zug. Somit kann ich schon mal mit ein paar ganz wenigen Klicks äh, im Schattenbahnhof dafür sorgen, dass die Züge, die am längsten stehen, dann auch wieder ausfahren. Wir sehen, die Lokomotive 3 fährt jetzt auf, nennen wir es Gleis, Gleis 1 äh, ein, und das wollen wir jetzt auch noch kurz definieren, dass wir sagen, die Prioritäten der Blöcke sind äh, vorgegeben. Ja, denn wie Vorher schon gezeigt, gibt es ja auch die Möglichkeiten, die Blöcke zu priorisieren. Dabei gibt es allerdings in der Version, wir haben aufgezeichnet, mit der v Version B1 von der Version 10 von Drink Controller Gold, ähm, noch ein, eine kleine, ich will es nicht Hürde nennen, aber ähm, vielleicht ein Fallstrick, den man sich selber stellen kann. Ich bin jedenfalls auch... Äh, fünf Minuten drüber gestolpert und äh, dann war es klar, warum es nicht geht. Ähm, ich zeige es euch einfach mal schnell. Ähm, wenn wir jetzt die Priorität für die Einfahrt hier in jedem Block bei 1000 haben, ist alles wunderbar, wir haben kein Problem. Jetzt fangen wir mal an, hier ein bisschen die Prioritäten zu verändern. Wir haben 2, 4, 6 Gleise, also sage ich jetzt, dass... Ähm, dieser Block hier die Priorität 6000 hat für die Einfahrt. Dieser Block hier hat dann man kann es sich denken, die 5000. Dieser Block hier hat die 4000 3000 und zu guter Letzt die 2000. So und jetzt gehen wir in die Eigenschaften vom Schattenbahnhof von der Betriebsstelle noch mal hinein und äh, wir sagen jetzt, dass nur die Priorität vom Block für die Einfahrt entscheidend sein soll. Ja, und wenn ich das jetzt schon so besonders betone, könnt ihr euch denken, dass es da vermutlich dann auch einen kleinen Fallstrick geben soll oder geben wird. Ich starte jetzt hier mal mit der Spontanfahrt in der Simulation und sage, die Lokomotive soll herausfahren. Die kann aber jetzt nicht gestartet werden, vermutlich, weil sie noch unterm Einfluss des Schattenbahnhofs ist. Moment. Und ich habe mir jetzt gerade noch mal selber ein Bein gestellt, aber genau so äh, lernt man es nachher. Ich habe hier nämlich vorher kurz äh, was experimentiert, nämlich mit Mindestanzahl und Minimalanzahl von Zügen im Schattenbahnhof. Das machen wir nachher. Äh, ich habe das kurz ein bisschen vorher vorgegriffen. Deswegen alles gut. Diese Angaben bitte gleich äh, kurz ein bisschen vergessen, wieder nach hinten schieben. Ich wollte euch nur zeigen, wo man manchmal Kleinigkeiten liegen und dass die Dinge doch immer gut funktionieren. Man muss einfach nur wissen, was man wo eingestellt hat. So, und dann schicke ich jetzt nochmal, äh, übrigens das ähm, Meldefenster hat es mir verraten, wo das Problem ist. Einfach eine coole, echt eine coole Geschichte. So, die Lok 6 fährt aus und danach lasse ich auch gleich die Lok äh, 3 ausfahren, also ohne ähm, die Schattenbahnhofsteuerung jetzt zu bemühen. Wir fahren jetzt richtig knallhart aus dem Schattenbahnhof heraus. Das sehe ich auch hier unten. Bei den Lokomotiven, welche Lokomotive hier mit welcher Fahrt unterwegs ist. Und jetzt fährt die Lok 6 in den Einfahrtbereich des Schattenbahnhofs und jetzt übernimmt die Schattenbahnhofsteuerung. Und ich habe ja gesagt, die Priorität ist mir jetzt wichtig vom Block. Und hier oben hatten wir eine 6000er Priorität. Wir erinnern uns. Und jetzt kommt die nächste Lokomotive schmeißt mir hier meine Lok wieder schön heraus. Und wir sehen, die Lok fährt jetzt hier genauso hinein ähm, in den 6000er-Block von der Priorität her. Und jetzt bin ich mal fies und halte mal diese Lokomotive hier an. Sie soll jetzt nicht ausfahren. Und jetzt kommt das kleine Beispiel, wo ich gesagt habe, darüber bin ich gestolpert. Wir sehen die Lokomotive Nummer 6 fährt jetzt nicht ein. Obwohl, wir, wenn wir sagen würden, die Priorität vom Block ist uns jetzt wichtig, dann müsste man doch jetzt eigentlich denken: gut, wenn der 6000er Block belegt ist, müsste der mit der Priorität 5000 als nächstes genommen werden. Das wird er aber nicht. Und wenn man genau überlegt, kommt man auch selber drauf. Es ist logisch, dass das so ist. Wir halten mal kurz alles an, weil nur die Priorität vom Block eben das Ergebnis mathematisch gibt. Das ist halt so. Vielleicht kann es sein, dass man in späteren Versionen das ein bisschen angepasst wird. Äh, momentan ist es so und es ist auch, wie gesagt, mit Überlegen logisch. Ich wollte es nur zeigen, ähm, dass es in der Version B1 einfach noch so ist. Ja, und wenn ich mir jetzt hier die Auswahl anschaue, dann wie gesagt sehe ich ja auch, dass die Priorität vom Block hier als einziges Kriterium ausgewählt ist. Wie gesagt, wenn ich jetzt äh, nur das Kriterium hier habe, dann heißt die Regel natürlich, der Block 6000 ist der wichtigste. Wenn der nächste Zug hineinfährt und er würde jetzt in den 5000er hineinfahren, dann wäre ja diese Priorität vom Block ad absurdum geführt worden. Deswegen kann man hier noch den Punkt. Hindernis oder sollte man sogar den Punkt Hindernis noch mit auswählen, den als wichtigste Prio setzen. Äh, nur dann funktioniert es nämlich auch. Und dann ist es tatsächlich so, dass mir hier quasi der Schattenbahnhof von 6000 über 5000 nach 4000 bis nach 1000 vollläuft. Fährt in der Zwischenzeit, sagen wir mal, jetzt ist 6, 5 und 4000 belegt, fährt der 5000er aus und es kommt ein neuer Zug, dann wird auch wieder der 5000er äh, befahren und der 3000er dann eben nicht. Das ist ja genau das, was man eigentlich vielleicht auch machen möchte. Ja, und ähm, mit dieser Einstellung dann in der Version 10 Release B1 funktioniert das wunder wunderbar, ähm, wenn man das jetzt so dann gleich fahren lässt. Das heißt, ich speichere jetzt diese Änderung hier im Schattenbahnhof ab, gehe wieder aus dem Editiermodus heraus und sage Starten und wir sehen schon, ohne dass die Simulation angefangen hat zu laufen, die Weichenstraße wird sofort hier in den richtigen Block gestellt, die Lokomotive 3 fährt hier in den Block mit der Priorität 5000 ein und so kann man jetzt hier den Schattenbahnhof schön vollfahren mit den Prioritäten im Block. Ja, ein Vollfahren ist vielleicht generell mal ein ganz gutes Thema. Wir haben ja hier noch ein paar Lokomotiven, die eigentlich nur darauf warten, hier jetzt im Schattenbahnhof mitspielen zu dürfen. Den Gefallen tun wir natürlich den Lokomotiven und hier in der Demo jetzt fangen wir erstmal alles an mit Spontanfahrten zu machen, damit man keine großen Zugfahrten bilden muss, das machen wir natürlich auch noch. Wir fangen jetzt aber mal ganz klein hier an und sagen, die Lokomotive 1 soll auch einfahren und wir sehen, so wie ich es prophezeit habe, wird der Schattenbahnhof eben jetzt belegt und gefüllt. Und dann haben wir noch eine BR103, die, die soll dann auch noch in den Schattenbahnhof vielleicht mit einfahren und dann wäre der Schattenbahnhof auch voll. Und damit wir jetzt noch mit einer weiteren Lokomotive spielen können, legen wir nochmal schnell eine Lokomotive an, die jetzt hier nämlich noch nicht ähm, bei uns im Gleisbild drin ist. Das ist jetzt die Lok Nummer 7, die bekommt auch schnell die Adresse 7. Und vom Design her, weiß nicht, haben wir noch ein Symbol frei. Ich glaube, diese kleine Dampflok hier haben wir noch nicht vergeben. Damit es nachher ein bisschen spannender wird, geben wir auf jeden Fall schon mal kurz einen. Eine, eine Länge und kurz eine Funktion. Ja, und genau das machen wir jetzt hier mit der Lokomotive. Die setzen wir nämlich jetzt hier mal hinein und wollen mal schauen, wenn die Lokomotive losfährt, was dann passiert. Zuvor möchte ich im Schattenbahnhof allerdings noch in der Betriebsstelle einen, eine regel definieren und zwar möchte ich sagen was soll denn bei der einfahrt passieren wenn der schattenbahnhof in unserem beispiel voll ist nun die eine möglichkeit wäre wir machen einen durchfahrtsgleis zum beispiel das gleis hier oben können wir als blaues durchfahrtsgleis definieren dann fährt einfach der zug durch und ähm, bleibt im schattenbahnhof nicht stehen ich möchte aber was anderes machen ich möchte den Zug warten lassen. Kommt gleich dazu, warum er wartet. Die andere Möglichkeit wäre einfach zu sagen, es gibt keine Einfahrt, solange bis eben ein Zug dann manuell gesteuert zum Beispiel ausfährt. Ich möchte den Zug aber erstmal warten lassen und setze dann den Haken hier unten bei Platz schaffen. Und hier steht ja auch, ist nichts frei, so wird automatisch die Ausfahrt eines anderen Zuges veranlasst. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Wir gehen mal hier jetzt auf wieder die Simulation und ich sage, der Schattenbahnhof ist voll und mein Zug, meine Lok 7, fährt jetzt hier über die Spontanfahrt zum Einfahrtsblock in den Schattenbahnhof und jetzt hier sehen wir, die Lok Nummer 6 wird gestartet, wird hier in der Ausfahrt, wenn alles klappt, an eine Spontanfahrt übergeben. Wir arbeiten momentan hier in der Simulation ja jetzt gerade nur mit Spontanfahrten. Fährt weiter und man kann sich jetzt natürlich denken, wie es weitergeht. Jetzt kommt natürlich auch die Lok 6 irgendwann am Schattenbahnhof an und wird sagen, hey, ich möchte unbedingt aber jetzt... Einfahren in den Schattenbahnhof. Und jetzt sieht man, dass immer bei der Einfahrt der Block mit der höchsten Priorität gewählt wird. Das heißt, wir haben jetzt ständig einen Wechsel zwischen Lok Nummer 6 und Lok Nummer 7. Das Ganze beenden wir jetzt mal kurz. Wenn ich jetzt also in die Bearbeitung vom Schattenbahnhof nochmal hineingehe, in die Betriebsstelle und sage zum Beispiel, mir ist die Priorität vom Block jetzt überhaupt nicht wichtig, dann ähm, gibt sich nämlich ein neues Bild. Dann werden in der Simulation, wie man jetzt sieht, nämlich auch mal Log 1 losgeschickt. Und hier kann dann die Lok Nummer 6 wieder einfahren und die Lok 1 wird ganz bestimmt dann hier die nächste Lok losschicken und so weiter und so fort. Ähm, dann habe ich ein bisschen mehr Abwechslung drin und ich kann natürlich ähm, auch schauen, dass Lokomotiven bzw. Züge auch ihrer Länge entsprechend, auch das ist ein Kriterium beim Einstellen, in den Schattenbahnhof einfährt. Nicht alle Gleise sind vermutlich in einem Schattenbahnhof für alle Züge geeignet von der Länge her. Jetzt können wir die Simulation einmal wieder anhalten und nehmen uns noch mal ein anderes Thema vor, wir gehen nämlich jetzt hier halt im Editiermodus allerdings in die Eigenschaften des Schattenbahnhofs noch einmal Und sagen bei den Regeln, ich möchte Folgendes haben. Das, was ich nämlich vorher vermeintlich schon drin hatte. Ich habe sechs Gleise. Ich möchte, dass mindestens vier Züge im Schattenbahnhof sind. Und höchstens sechs Züge. Das ist das, was ich an Gleisen eben zur Verfügung habe. Und jetzt schauen wir mal, was die Schattenbahnhofsteuerung jetzt daraus macht. Jetzt habe ich mal eine Lok rausgenommen und sage in der Schattenbahnhof Steuerung, dass ich eine Ausfahrt nach links wünsche und jetzt wird die Lok 2 aus dem Schattenbahnhof herausgeschmissen. Und jetzt schicke ich gleich die nächste Lokomotive los. Ich hätte hier die Lokomotive kurz anhalten wollen eigentlich. Gut, war ich zu langsam. Dann halten wir diese Lokomotive jetzt hier an. Oder schieben sie von Hand hier rüber. Und jetzt lassen wir die nächste Lok ausfahren. So, und jetzt lassen wir nochmal eine ausfahren. Und jetzt, diese Lok hier habe ich jetzt blöderweise auch gestoppt, aber sie gehört schon zum Schattenbahnhof mit dazu, weil sie an der Einfahrt steht. Ich schiebe sie jetzt, da, damit man es einfach besser sieht, nochmal kurz hier hinein. Wenn ich jetzt sage, er soll jetzt eine Lok starten, dann kann ich hier gleich das Meldefenster sehen, dass er eben diesen ganzen Lokomotiven nicht startet, weil er eben sagt, die Einstellung im Schattenbahnhof war ja so gewesen, dass eben mindestens vier Lokomotiven oder vier Züge im Schattenbahnhof verbleiben sollen. Sechs wäre die maximale Obergrenze. Ja, und jetzt möchte ich noch zu einem Punkt kommen, nämlich dem Reiteroperationen, den wir hier dann auch in der Schattenbahnhofsteuerung haben. Und zwar... Kann ich auch noch selber quasi definieren, was soll denn passieren, wenn ein Zug in einen Schattenbahnhof eingefahren ist? Und zwar kann ich hier tatsächlich sagen, was soll passieren, nachdem die Einfahrt des Zuges in den Schattenbahnhof gestartet ist? Und was soll passieren, wenn der Schattenbahnhof, Quatsch, wenn der Zug im Schattenbahnhof am Ziel ankommt, also wenn seine Räder aufhören zu rollen? Genauso kann ich definieren, was passiert denn bei einer Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof beim Start und beim Ziel. Das heißt also, wenn er hier den Ausfahrtsblock erreicht. Was ich schon relativ einfach hier anklicken kann, ist, starte anderen Zug nach Einfahrt oder starte ähnlichen Zug. Das kann ich also hier schon mal definieren. Wenn ich den ähnlichen Zug auswähle, dann habe ich hier, wie aus der Zugsteuerung bekannt, gleich wieder die Zugbeschreibung extra hier für den Schattenbahnhof, wo ich gewisse Dinge dann einstellen kann. Oder ich sage einfach, starte anderen Zug nach Einfahrt. Und das wollen wir mal kurz machen. Ich gehe noch mal kurz jetzt zu Regeln. Und stelle diese Min- und Max-Werte wieder auf Null, damit uns das hier keine Probleme macht. Und ich sage jetzt auch bei der Einfahrt, er soll keinen Platz schaffen, damit hier nichts gestartet wird. Er soll keine Einfahrt haben, falls der Schattenbahnhof voll ist. Wir werden es aber jetzt um ein paar Züge reduzieren, damit eben auch das nicht passiert. Das heißt, ich nehme jetzt hier noch, obwohl genug Platz wäre, diese eine Lokomotive hier aus dem Blockplan heraus. Ja, und man kann sich denken, wir starten jetzt die Simulation unseres Schattenbahnhofs. Natürlich soll der Modus verlassen werden. So, und ich starte jetzt ganz neu hier, damit man sieht, die Spontanfahrt. Und zu erwarten ist jetzt natürlich, wenn diese Lok 5 im Schattenbahnhof einfährt und auch wirklich zum Stehen kommt. Momentan wird sie noch mit 120 km/h. Dann sollte ein anderer Zug aus dem Schattenbahnhof starten und zwar nach den Regeln der Ausfahrt. Also der älteste Zug sollte starten. Und wir sehen, die Lok Nummer 7 fährt nun los. Und auch sie zieht nun ihre Greise über die Modellbahnanlage und kommt auch demnächst jetzt am Schattenbahnhof wieder an, fährt in ihn hinein, kommt zum Stehen und schickt jetzt die Lok Nummer 6 los, auch sie zieht nun ihre Kreise und so weiter und so fort. Wenn man, ich halte es mal kurz an, wenn man so die Lokomotiven aus dem Schattenbahnhof heraus startet, dann macht es absolut Sinn, die Regeln für die Ausfahrt anzuschauen oder die Auswahl für die Ausfahrt. Das heißt, wir haben es momentan auf Ältesten stehen, einen Ältesten gibt es eigentlich immer. Und wenn es das nicht gibt, kann man ja hier, was weiß ich, wie noch die Länge oder äh, die Priorität vom Zug mit hinzunehmen. Und dann findet Ring controller auf jeden Fall eine Auswahl. Also dieser Knopf ist versteckt unter Operationen, starte anderen Zug nach Einfahrt. Ich kann das Ganze natürlich hier auch über eine Liste machen, wie man es auch aus anderen Bereichen kennt. Und wenn ich dann hier auf Liste klicke, dann kann ich hier auf die Betriebsstellen gehen, wähle jetzt hier den Schattenbahnhof, habe nur einen in dem Gleisbild und kann auch hier jetzt auswählen, was passieren soll, zum Beispiel, dass eine Ausfahrt nach rechts oder nach links oder unten oben gestartet wird, dass die Ausfahrten auch beendet werden, dass der ganze Schattenbahnhof beendet wird oder dass der Schattenbahnhof auch komplett leer gefahren werden soll, um einige zu nennen. Das heißt also, ich kann hier über Lokomotiven und Züge, die einfahren, aus dem Schattenbahnhof über die Betriebsstelle, über diese Einstellungen hier weitere Aktionen vollautomatisch im Schattenbahnhof starten und mit einer Bedingung verknüpfen. Zum Beispiel kann ich ein Leerfahren Verhindern, indem ich in einer Bedingung sagen würde, okay, das darf aber nur passieren, wenn zum Beispiel hier ein Taster auf grün steht. Somit habe ich hier also ein wirklich richtig großes, mächtiges Werkzeug, um einen Schattenbahnhof vollautomatisch mit Eingreifmöglichkeiten steuern zu können. In dem ganzen Beispiel, ihr habt es gemerkt, war übrigens die Fahrtrichtung gegen den Uhrzeigersinn. Ich kann natürlich auch ähm, einen Schattenbahnhof von beiden Seiten befahrbar machen. Dann muss ich eben an diesen Blöcken hier dieses Haltesymbol in beide Richtungen machen und auch bei der Blockeinfahrt einfahrt und bei der Blockausfahrt ausfahrt ähm, aus dem Schattenbahnhof jeweils in beiden Richtungen die Markierungen setzen. Das werden wir uns ein anderes Mal noch anschauen. Das Thema Schattenbahnhof ist noch nicht vorbei, aber ich glaube, für heute sollte es erstmal das gewesen sein. Bei der nächsten Folge schauen wir uns den Schattenbahnhof mit Zugfahrten an. Das war der Schattenbahnhof mit Spontanfahrten, mit den wichtigsten Grundlagen und Regeln. Und ähm, ihr merkt, ich bin immer noch total begeistert. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo dalassen, einen Daumen nach oben, bei Fragen in den Kommentaren, bei Wünschen zu weiteren Themen gerne bei uns auf der Website, auf der richtigen Seite das hinterlassen. Vielen Dank fürs Interesse und Tschüss, bis zum nächsten Mal.